Jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, wo wir als komplette Gesellschaft das Ruder rumreißen müssen bezüglich der Gesundheit. Wir haben ja verfolgt, dass Dr. Lauterbach die Zahlen rausgerückt hat, dass in 2023 viel, viel mehr Pflegebedürftige sozusagen neu in die Situation der Pflege gekommen sind. Und wenn wir das mal bezogen auf die Pflegekräfte einerseits, aber auf die Kosten andererseits anschauen, dann wird es ein echter Notstand, der ist wahrscheinlich jetzt schon da. Wir haben zu wenig Pflegekräfte, das wissen wir inzwischen auch über die Medien. Die Kosten, die werden aber uns allen logischerweise übergeworfen. Irgendeiner muss das ja bezahlen. Und nun gibt es nur eine einzige Lösung. Es gibt nur eine einzige Lösung. Das adressiere ich auch direkt an das Gesundheitsministerium. Die Prävention, die beginnen muss in der Rückbildungsgymnastik, vielleicht sogar noch eine Stufe weiter vorne in der Schwangerschaftsgymnastik, um dort die wichtigen, wichtigen Informationen an die werdenden und frischen Eltern schon mal zu vermitteln. Zweigleisig betrachtet, einmal bezogen aufs Kind, aber auch auf sie selber, auf ihre Vorbildfunktion. Damit wir die Konditionierung bei unseren Bürgern und Bürgerinnen ganz früh einleiten. Und dann zieht sich das Ganze über die Kita, über die Schule, über die Ausbildungsstätten, hinein in die Betriebe, in die Wirtschaft, in die Industrie und dann zum Schluss noch tief hinein auch in die Altersheime, Seniorenstätten und so weiter und so fort. Ich selber habe jetzt ja, wie manche schon wissen, über 40 Jahre Berufserfahrung genau in diesem Bereich. Und es gibt ein Konzept in meiner Schublade, was wirklich von den allerjüngsten in unserer Bevölkerung bis zu den Hochbetagten geht. Und ich kann nur alle einzeln für die individuelle Situation darum bitten, das Ruder rumzureißen. Und ich habe mir genau diesen Satz ausgewählt, weil er das auch demonstriert, was ich meine. Das geht nicht mit, ich esse einen Apfel mehr oder ich fahre mal ein bisschen mit dem Fahrrad. Das ist alles viel zu wenig. Also meldet euch gerne bei uns, entweder wenn ihr den Zugang zum Gesundheitsministerium habt, dann können wir doch gemeinsam richtig was wuppen. Oder aber auch, wenn ihr einzeln spezielle Informationen haben wollt. Die müssten natürlich immer individuell auf euch zugeschnitten werden. Und insofern ist es toll, wenn man da mal in einen Gedankenaustausch geht. Es ist zu schaffen, aber es ist echt eine Sekunde vor 12 Uhr.